wir verabschieden den Erwachsenenkader mit einem kräftigen Applaus, weil die gleich die Hausmännchen greifen und das wird dann ein bisschen klar. So, dann stelle ich euch den Jugendkader vor. Da einige Reiterinnen altersbedingt nicht mehr für den Jugendkader antreten konnten, haben wir in diesem Jahr direkt 4 neue Jugendreiterinnen. Das wird sicher spannend und mit denen möchte ich hier auch direkt beginnen. Das ist zum einen die Patricia Wahlbergs. Patricia ist 14 Jahre alt und hat 2012 mit dem Westernreiten angefangen. Sie reitet in diesem Jahr in der Leistungsklasse 2B und hat sich für die Disziplinen Pleasure, Trail und Horsemanship für die German Open qualifiziert. Auf der Doppelshow in Aachen wurde sie All-Around-Champion der Klasse 2B. Patricia wird auf der Go ihr Pferd FK Major Cooper vorstellen. Heute konnte sie die Bronzemedaille auf dieser Rheinlandmeisterschaft in Horsemanship und Pleasure und die Silbermedaille in Trail erreichen. Herzlichen Glückwunsch! Weiterhin gehört zum Kader die Clara Hoffmann. Clara ist leider heute nicht hier, weil sie mit ihren Eltern im Urlaub ist. Clara ist 17 Jahre alt und seit 3 Jahren aktives Mitglied der EWU. Mit ihrem Pferd Ziki Petunia Schokopops wurde sie im Jahr 2015 Europameister bei den Eppies im Youth Trail. Weiterhin war sie Trophysiegerin der LK3B und konnte mehrere All-Around-Siege erreichen. Sie wurde Sportlerin des Jahres der Stadt Korschenburg. Clara hat sich für die Disziplinen Trail, French Riding, Pleasure, Horsemanship und Showmanship für die Go 2017 qualifiziert und wird mit ihrem jungen Pferd Eugene Mexican Knight zudem in der Junior Ranch Riding und im Junior Trail starten. Ja, das war die Clara in Abwesenheit. Eine weitere neue Jugendreiterin ist die Larissa Steiner. Larissa ist 18 Jahre alt, auch sie reitet seit vielen Jahren auf Turnieren der EWU Rheinland. Seit 2015 hat sie sich für verschiedene Disziplinen für die German Open qualifiziert. In diesem Jahr wird sie in der Reining, der Ranch Riding und der Superhorse starten. Im Jahr 2016 wurde Larissa Vize-Landesmeisterin in der Reining und Siegerin in der Trophy-Endwertung sowie in den Disziplinen Reining, Western Riding und Superhorse. Gestern wurde sie Rheinlandmeister Superhorse und Vize-Rheinlandmeister in der Western Riding und hat die Bronzemedaille in der Jugendtraining gewonnen. Heute habe ich ein bisschen Überblick verloren, aber die Bronzemedaille im Trail habe ich gesehen. Und das war's auch. Gut, habe ich noch einen Überblick. Auf der Go jetzt den Waller Golden Lucky Boy vorstellen. Weiterhin gehört in diesem Jahr Lilika Mühe dem Kader. Sie tritt sozusagen in die Fußstapfen ihrer Schwester Winnie, die bis einschließlich letzten Jahr zum Kader gehört hat. Lilika ist 17 Jahre alt. Sie ist seit 2012 Mitglied der EWU. In diesem Jahr nimmt sie zum zweiten Mal an der German Open teil. Auf Turnieren stellt sie ihre 13 Jahre alte Quarterhouse-Stute Lady Lynx Enterprise vor. Mit ihr hat sie bereits zahlreiche Siege und Platzierungen in den Disziplinen Ranch Riding, Training, Superhorse und Trail sowie Ehrung zum All-Round-Champion erritten. Außerdem gewann sie mit ihr die Trophy-Wertung in den Disziplinen Ranch Riding und Training im Jahr 2015 und in der Training und Superhorse im Jahr 2016. Das war die Nun kommen wir zu zwei jungen Reiterinnen, die bereits im Jahr 2016 im Jugendkader angehört haben. Und zwar sind das Carlotta Gerdes und Nike Lorenz. Beide können wir leider heute hier nicht persönlich begrüßen, weil sie auch zurzeit bei der Europameisterschaft der Quarter in Kreuz sind. Die Carlotta gehört seit dem Jahr 2014 der EWU Rheinland an. 2016 startete sie erstmalig auf der Go und zwar recht erfolgreich. Sie war Finalistin in Trail of Pleasure und erritt dort einen beachtenswerten 4. bzw. 5. Platz. Auch auf der Q16 konnte Carlotta gute Erfolge verzeichnen.
In der vergangenen Woche wurde sie jetzt in Reuthal Europameisterin Youth Horsemanship und Vize-Europameisterin Youth Fanstriding. Carlotta reitet Epiton Vito und Legend Olina, zwei Quarter aus Wallache, sowie TLN Get Your Gun, eine achtjährige Quarter aus Stute, in den Disziplinen Rennstriding, Leisure, Trail und Horsemanship. Nike ist 14 Jahre alt. Ihre wichtigsten Erfolge sind zweifacher deutscher Meister EWU Trail Jugend 2015-2016, deutscher Meister Showmanship Jugend 2016, deutscher Vizemeister Rennstriding Jugend 2016, Bronzemedaille Reining Jugend 2016. In der vergangenen Woche konnte sie Vize-Europameisterin Youth in der Showmanship werden und ebenfalls in der Rennstriding Open sowie die Bronzemedaille in der Youth Rennstriding und der Youth Training erreichen. 2016 wurde sie mit dem goldenen Reitabzeichen der EWU geehrt. Für die diesjährige Go hat sich Nike mit ihrem Pferd H2H Pep Little Kiss wieder in den Disziplinen Showmanship, Trail, Rennstriding, Raining, Superhorse und FN Raining qualifiziert. Jetzt kann ich euch zwei junge Damen vorstellen, die bereits seit 2012, also nun zum sechsten Mal in Folge, dem Jugendkader angehören. Das sind zum einen die Christina Peters, die leider heute auch nicht hier anwesend sein kann. Christina ist 18 Jahre alt. Im Jahr 2016 war sie auf der Go Finalistin in den Disziplinen Horsemanship, Superhorse und Rennstriding. Weiterhin wurde sie 2016 Rheinlandmeister in Trail, Raining und Superhorse. Etliche Siege und viele Allround-Titel sind bei Christina in den Jahren der EWU-Zugehörigkeit erritten worden. In diesem Jahr hat Christina sich für die Disziplinen Trail, Rennstriding, Superhorse, Horsemanship und Westernreiten qualifiziert. Hier steht zum einen ihr 5-jähriger Quarterhorse Wallach TL Smart Lazy Joe und zum anderen ihr 7-jähriger Wallach TL Smart zur Preis zur Verfügung. So, zuletzt kommen wir dann zu der Christine Geige. Auch Christine ist bereits seit 2012 Mitglied des Jugendkaders und für ihn in jedem Jahr erfolgreich gestartet. Chrissy ist 19 Jahre alt und somit ist es ihr letztes Jugendjahr. Die wichtigsten Siege bei ihr waren deutsche Vizemeisterin Jugendtrail 2015, deutsche Meisterin Jugend Western Riding 2016, deutsche Meisterin Jugend Pleasure 2016. Landesmeisterin in den Disziplinen Pleasure, Western Riding, Horsemanship und Junior Ranch Riding im Jahr 2016. Jetzt aktuell 2017 ist sie Landesmeisterin in Pleasure, Western Riding, Horsemanship und Trail geworden. 2017 wurde sie weiterhin auf den Shows in Aachen, Lümprecht, Hümse und jetzt hier auf der Rheinland-Meisterschaft All Around Champion. In diesem Jahr geht sie mit der 9-jährigen Stute Dress to the Best in der Pleasure, Horsemanship, Trail und Western Riding und mit dem 7-jährigen Wallach OT Two Step Blues in der Rennsteigen starten. Ja, das waren unsere hoffnungsvollen Kadermitglieder. Wir hoffen, es geht alles gut, alle bleiben gesund und fit, Pferde, Reiterinnen und Reiter bis zur Go oder bis danach. Bevor wir aber nun zum Ende kommen, möchte ich mich noch ganz herzlich bei unseren Sponsoren bedanken, ohne die unser Kader nicht so ausgestattet werden könnte, wie wir das seit Jahren gewohnt sind.